Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Und zwar soll es heute mal mein Aufgebraucht-Video geben, das ich euch versprochen hatte. Und zwar habe ich einen großen Wäschekorb voll mit Sachen, die ich aufgebraucht habe, gesammelt. Und möchte euch die jetzt mal zeigen. So meine Lieben, dann wollen wir mal starten. Und zwar mein altbewährtes Balea Uhrenwerk Fett Ringelblume ist natürlich wieder dabei. Und zwar ist es schon leer und ich habe es gefühlt 20, 30 Mal in meinem Leben schon leer gemacht. Ich liebe es einfach, mehr muss ich dafür zu nicht sagen. Kauft es euch einfach, schmiert euch ins Gesicht, wenn ihr Rauhaut habt. Über Nacht, man glänzt wie ein Spiegel, aber ist ja egal, ne? So, Balea für Kids Schaumbad Tiefsee haben wir auch leer gemacht. War ganz okay. Dann Schwarzkopf Ultimative Essence Anti-Haarbruch-Spülung. Muss ich sagen, vom Geruch her wow, von der Pflege her auch okay, aber für richtig sprödes und kaputtes Haar nicht so gut. Palmolive Aquarium, und zwar gekauft natürlich für meinen Sohn. Er hat sich selber ausgesucht mit dem süßen Delfin hier drin. Wollte er natürlich haben, ganz normale Seife, muss man nicht viel zu sagen. Auf die Produkte, die ich eingehe, werde ich dann etwas sagen, positiv, negativ. Und die Produkte, die ich nur erwähne, die waren okay, aber würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Man muss dazu sagen, ich probiere mich auch sehr gerne durch. Lass mich dann eines Besseren belehren und lande wieder bei dem Altbewährten. Ganz normal. So, Colgate Max White, muss ich sagen, finde ich gut. Finde ich echt gut, benutze ich gerade. Und mir macht es den Anschein, als ob die Zähne davon weißer wirken werden. Keine Ahnung, aber ist geil. Dann einmal Balea Soft Clear Gesichtswasser, muss ich sagen, habe ich sehr lange dran gesessen, es leer zu machen. Es ist sehr aggressiv zur Haut, beziehungsweise es hat einen sehr reinigenden Effekt. Finde ich eine Seite sehr gut, aber andererseits, wenn man so ein paar offene Stellen hätte, das tut es schon arg weh. So, dann einmal fliegender Waschbalsam, finde ich übrigens besser als den. Der hat auch so einen Spender hier oben. Den benutzen wir schon sehr lange und kaufe ich schon seitdem Luan geboren ist und immer wieder. Übrigens könnt ihr fast alle Produkte, die hier in diesem Wäschekorb sind, auch bei DM erhalten. Wenn ihr sonst Fragen habt, einfach fragen. Ja, das ist das Glibby Slime. Das ist ein totaler Flop, Leute. Was ist das für ein ekliges Zeug? Es soll angeblich Glibber werden, ist ja okay, aber es wird kein richtiger Glibber, es ist einfach nur ekelhaft. Und dafür 5 Euro auszugeben, das war glaube ich schon im Angebot, ne? Also es war nicht so meins, sorry. Dann Ultim Schwarzkopf, die Kur davon, die fand ich allerdings richtig gut. Also die würde ich auch nochmal nachkaufen. Und Leute, die Sachen, die riechen einfach toll, ne? Von diesem Motiv, keine Ahnung wie das heißt, Ultime Schwarzkopf. Softöl, mein altbewährtes Produkt. Oh mein Gott, ich liebe es, Leute. Wenn ihr das kauft, glaubt mir einfach. Glaubt mir einfach, es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein Produkt, das kaufe ich seitdem es auf dem Markt ist. Es hatte mal eine andere Form. Aber immer wieder bin ich zu diesem Produkt zurückgekommen. Und das so nicht ohne Grund, oder? So, dann altbewährt. Immer wieder nachgekauft. Unsere liebsten Feuchttücher. Ich kaufe nur diese, Leute. Und davon kriegen die Kinder keine runden Po's, die haben nichts. Ich schmink mich sogar damit ab. Das ist ein totales Multikulti-Produkt. Einfach total klasse. Und da kostet eine Dreierpackung, ich glaube, unter 4 Euro. Meine ich, ja. Dann ein Ombiame-Duschöl kriegt ihr bei Aldi. Habe ich gut gefunden. Habe ich mir immer in die Badewanne mit reingemacht. Dann ein Impuls-Vanilla-Kisses. Wer kennt es nicht? Jeder kennt das einfach. Jeder kennt es, jeder weiß, wie es ist. Es ist okay. Es riecht einfach auch toll, ne? Dann einmal die L'Oreal-Reihe Pflegespülung Tonerde. Ich weiß nicht, Leute, ich fand es ein bisschen... Hier habe ich mich auch immer schwer mitgetan. Das hat immer unter den Nägeln geklebt und das war wie so eine dicke Masse. Wie heißt das nochmal? Hat mich ein bisschen an Lehm erinnert. Und es gerochen hat es sehr frisch. Aber ob ich es mir jetzt nochmal nachkaufen würde? Nö. Diese hier habe ich leer gemacht. Das sind ganz normale Wettbewerbs. Dann, diese Geschichte muss ich euch erzählen. Und zwar haben wir ja immer die Mamiya von 5 von Aldi gekauft, die Windeln. Und jetzt wurde der Luan irgendwie größer und größer und die 5er passt nicht mehr.
bin ich zur DM gestiefelt und habe nochmal dort die 5er ausprobiert. Und die sind ein bisschen größer. Und jetzt nehmen wir halt nur noch die von DM. Die sind auch okay. Aber ich mochte die von Aldi eigentlich lieber. Aber jetzt haben wir einfach keine Größe mehr bei Aldi, weil es leider keine 6 gibt oder etwas größere. Da hört es einfach auf bei Aldi. Fährt gerade mein Bruder vorbei. Er sieht mich eh nicht. Er schaut aber. So, einmal Far Nature and Pure finde ich nicht so gut. Die Deo, weiß ich nicht. Bin ich aber auch ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Deo gefunden, was für mich perfekt ist. Noch nie. Ich schweife immer zwischen dem und dem und dem und dem und dem. Und irgendwie finde ich nicht so richtig ein Produkt, wo ich sage, wow. Dann einmal Hip Shampoo. Dusche total süß, sieht es aus. Und es ist auch ganz normal. Ich habe es gerne benutzt. So, dann WC. Frische Leute, ich liebe dieses Produkt. Es ist so toll. Die Toilette duftet, die Toilette ist frisch, die sieht immer gut aus, sie wird blau, das Wasser wird blau und ich mag es einfach. Es hat einfach dieses blaue Wasser hat einen optischen Effekt. Man denkt, dass die Toilette ist richtig gut sauber und das ist auch so. Ich mag es richtig gerne. Ja, die Herbal Essences sind nicht so meins. Dann tun wir das mal wieder runter. Dusch das Formel, das sieht leider nicht mehr so schön aus. Benehmen wir auch schon lange. Der Geruch gefällt mir einfach ganz gut. Für die Männer. So, Greek Joghurt Mandel. Der Geruch war auch toll. Die Farbprodukte sind nicht so meins. Immer wieder probiere ich sie aus. Und immer wieder denke ich mir, braucht man nicht. Keine Ahnung. Dann einmal Cream Peach Schaumseife von Isana. War richtig toll. Mag ich gerne, dass da oben so Schaum rauskommt. Hat auch gut gerochen. Haargel Elkos war nicht so meins. Dann Elmex Kinderzahnpasta. Benutzen wir jetzt neuerdings nur noch, weil er mag die anderen, die so nach Zucker schmecken, nicht so gerne. Finde ich auch gut. So, einmal Sios Keratin. Und das habe ich wirklich schon oft nachgekauft, Leute. Die Sios Produkte, die kleben nicht so aneinander. Die haben vielleicht nicht so einen Bombenhalt wie Taft, aber die machen auch eure Haare nicht so kaputt. Deswegen mag ich es einfach gerne. Dieses Batist Trockenshampoo für helle Haare. Weiß ich nicht. Das hatte so eine ganz komische Farbe. Und diese Farbe hat man auch am Ansatz gesehen. So ein Senfton. Fand ich nicht so gut. Ich mag lieber dieses Batist Kirsch sowieso. Da wirken die Haare halt ein bisschen gräulicher. Aber mir ist das lieber als das. Und das benutze ich übrigens super, super, super gerne. Und würde ich auch immer empfehlen. Dieses mit Kirsch. Ich weiß nicht, wie es heißt. Dove Go Fresh. Gleiche Kommentar wie zu dem anderen würde ich David geben. Guck mal, ich habe noch eine davon leer gemacht. Das sind jetzt schon zwei. So, dann kommen wir zu einem Produkt, wo ich auch sehr begeistert von war. Vom Revlon Professional Equawave. Das Equawave Instant Beauty. Naja, das habe ich mir bei Amazon bestellt. Das ist eine Megapackung. Und Leute, ich kam so lange damit aus. Ich habe es vor dem Haarewaschen mal drauf getan, damit ich leichter durchkam. Mal zur Auffrischung drauf getan. Ich liebe dieses Produkt. Es ist einfach total toll. Es war gar nicht teuer. Ich glaube sogar unter 10 Euro. Oh, ich habe noch eins davon leer gemacht. hier klebt irgendwas. Das ist ja eklig. Naja, gleich mal gucken. Dann Deep Moisture einziehendes Bodyöl habe ich mir auch mit in die Badewanne getan, weil ich da so nicht so viel mit anfangen konnte. Signal, ganz normal Zahnpasta, was soll man zu Zahnpasta groß sagen? Das habe ich jetzt auch mal aussortiert. Das ist so ein Aquawachs. ja, da nur noch mein kleiner Haarwachs habe ich mein anderes gekauft, weil ich es nicht so gut finde. Anti-Haarbruch. Achso, genau, das hier. Das ist das passende Shampoo dazu. Dann Kindershampoo. Mag ich sehr gerne. Ist eine Riesengröße und kostet gar nicht viel. Das hier war ein Produkt. Oh Leute, kennt ihr das? Es wird und wird einfach nicht leer. Ich habe es mir nachher so dick in die Haare geschmiert, in der Hoffnung, dass es einfach leer wird. Das ist so ein No-Go-Produkt. Das ist so fürchterlich. Repair Haarbutter. Und es ist wirklich wie Butter, aber es bewirkt gar nichts. Gar nichts. Man schmiert es drauf, man kriegt es gar nicht mehr runter und es ist richtig eklig. Dann Küchenblitz. Küchenblitz ist immer gut. Ja. So, Milchzahnbürste. Holen wir auch mal. Sehr gut. Da haben wir noch eine Flasche und damit sieht man auch schon, welche Produkte meine Favoriten sind. Und ein Powerwachs habe ich auch aussortiert. Das riecht aber stark. So, dann habe ich einmal ein Simon & Tom Barcelona Eyelash Grow Serum. Das habe ich mir gekauft, weil das bei Amazon im Angebot war. Leute, ich kann es euch jetzt nicht wirklich sagen. Ich benutze zwar immer noch ab und an, aber jetzt so einen richtigen Wow-Effekt hatte ich jetzt noch nicht.
Ja, das habe ich mir auch mal gewöhnt. Das habe ich zwar auch runtergesetzt, aber das hat nicht so gut gerochen. Dann L'Oreal ölreiches Gesichtsöl. Für den Preis? Nö. Ich habe es zwar immer noch in der Handtasche, weil ich es mir ab und zu mal auf die Nägel schmiere. Aber es ist jetzt nicht so mal. Und da haben wir wieder ein Belair Softölbalsam. Ja, das sind dann schon vier. Dafür wisst ihr, was meine Favoriten sind. Ja, das habe ich jetzt auch mal weggeschmissen, weil ich dachte, so lange, weiß gar nicht, wie lange sowas haltbar ist. Ist das ewig haltbar oder was? Ich fand es aber auch einfach nicht so toll. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal weggeschmissen. Rexona Cut and Dry finde ich auch nicht toll, weil wenn das, wenn man das benutzt, dann manchmal so brüllt das so eklig. Studio Spurenlos FX Trouble Effect Paste habe ich auch aussortiert, weil der Kleine halt einen Angriff hat und der Papa keine Haare mehr hat, beziehungsweise nicht mehr so viele auf dem Kopf. Ja, das war mal ein schöner Bronzer, der ist wohl leer. Luxopolis Bronzing Powder, ja, mochte ich auch ganz gerne. Jetzt werden sich bestimmt wieder ganz viele beschweren, dass ich die Produkte nicht so nah gezeigt habe. Und, aber Leute, warum soll ich euch die Produkte so nah zeigen, wenn sie nicht so doll sind? Die Produkte, wo ich jetzt drauf eingegangen bin, sind meine Empfehlungen. Und die anderen, naja. So, dieses Garnier Micellenreinigungswasser fand ich übrigens total toll. Dieses hier hat mich total überzeugt, dieses Rosa, ne? Ich habe mir jetzt dieses große gekauft mit diesem Öl oben drin und das finde ich nicht so toll. Ich werde mir wohl das dann nochmal nachkaufen. Das habe ich nämlich, das fühlt sich einfach sauber danach an das Gesicht und das finde ich total toll. Deswegen, das hier ist eine Kaufempfehlung von mir. Dann hatte ich einmal diese L'Occitane Flora Creme, Handcreme. So eine kleine Probe, die war toll, aber die kostet sau viel. Deswegen. So, dann habe ich aussortiert ganz viele Lipglosse und Lippenstifte, die irgendwie eklig geworden sind. Ich habe sowieso meinen ganzen Schminkschrank aussortiert und werde das jetzt alles mit in den Urlaub nehmen und da unten den Leuten verschenken. Ja, dann habe ich dieses Ding hier leer gemacht für die Toilette, das ist auch mal gut. Und einmal Malseife für die Badewanne. Dazu muss ich wohl sagen, ich habe jetzt diese Brausetabletten, diese Tabletten, die man sonst Wasser legt, ne? Die Farbe so ändern im Wasser. Und mein Kleiner hat es so angefasst und hat danach richtig grüne Hände gehabt und es ging gar nicht mehr richtig ab. Also es ging schon, jetzt ist es auch langsam weg. Aber es dauert schon ein paar Stunden, bis es weg ist und man muss schon ein paar Mal die Hände waschen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut finde. Naja, er findet es toll. Ja, immer die Milchzahn leer gemacht. Was ist hier noch drin? Ja, Eyeliner Pen finde ich total toll. Allerdings mag ich das nicht, dass der immer so schnell so trocken ist und da nicht mehr viel drin ist. Also es geht ruckzuck, dass der leer ist, beziehungsweise da einfach nicht mehr genug Produkt rauskommt. Und deswegen ist das nicht so ein Highlight für mich. Ich mag aber die Spitze total gerne. Wenn ihr einen kennt oder einen wisst, der besser ist, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare bitte. So, dann habe ich einmal dieses Bruno Banali leer gemacht. Dieses rosane. Ist nicht so meins. Ich habe es echt nachher nur noch benutzt, weil es weg musste. P2 Sunlove ist auch so gut wie leer. Sieht man das Fändchen und war auch ein gutes Produkt. Kriegt man aber eh nicht mehr. Und dann haben wir einmal das Schaumbad Sportsfreunde leer gemacht. Das mochte der Luan gerne. So, damit ist die große Kiste leer. Und ich hoffe, euch hat das aufgebrauchte Video gefallen. Und jetzt werde ich gleich noch ganz schnell einen DM-Haul abdrehen, weil ich nämlich eben noch beim DM war. Also, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen runtergerattert war. Aber warum soll ich auf die Produkte, die nicht gut sind, eingehen? Deswegen habe ich es jetzt einfach so gemacht und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich hoffe, ihr genießt die Woche, weil die Woche soll ja eigentlich relativ gutes Wetter werden. Ich bin noch im großen Vorbereitungsstress und Arbeiten und Kita und. Und bald geht es dann in den Urlaub und ja. Ich wünsche euch ein ganz, 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 ganz tolles Wochenende, wenn wir uns bis dahin nicht mehr wiedersehen. Und vor allem ein gutes Deutschlandspiel. Wir drücken den Deutschen die Daumen, dass sie Donnerstag gewinnen. Also genau, morgen werden wir bestimmt zum Public Viewing gehen. Da werde ich dann gleich auch noch mal eben in einem anderen Video was zu sagen. Weil wir waren ganz spontan am Wochenende verreist. Tschüss! Und sorry Leute, ich habe es nicht extra gemacht, ich habe mich nicht so abgehetzt, aber ich habe halt leider immer nur 15 Minuten Drehzeit und deswegen musste ich mich ein bisschen beeilen. Sorry!